Kapitel 51 Turnier der Champions Teil 1 16 Teams, ein Turnier. Eine besondere Saison voller Höhen und Tiefen liegt hinter uns. Erwartetes und Überraschendes. Aus den 50 stärksten Teams auf ganz Berelo ergab sich für das heutige Turnier eine Auswahl aus den 16 stärksten der letzten Wochen. Alte Bekannte kehren zurück. Neue Gesichter treten zum ersten Mal auf. Am Ende dieses Tages wird nur eines dieser 16 Teams verbleiben. Ein Team wird die Chance bekommen, die neuen Champions zu werden. Werden alte Favoriten wie Team Aralsa unter Olanga oder Knackracks Team Iron Fist wieder um den Titel kämpfen? Werden die Neuankömmlinge des Team Polanavatra das Unmögliche wahrhaft möglich machen? Und ihre Namen, die ohnehin bereits in die Liga-Geschichte eingegangen sind, weiter festigen. Es ist alles möglich. Und Antworten finden nur die, die heute anwesend sind. Pokémon von Berelo. Das Königsliga-Turnier ist eröffnet. Auf dem Rasen des Kampfringes standen sie alle. 16 Teams. Die Elite der Königsliga. Und unter ihnen, auf Rang 7 der Saison, stand auch die Gruppe um Aurora und Kel. Das Training hatte sich ausgezahlt. Die wenigsten hatten sich in der Liga wahrlich noch mit den 5 messen können. Für einen besseren Rang als 7 hatte es nicht gereicht, doch es war mehr als genügend. Aber nun standen die Nerven blank. Tausende Pokémon hatten sich im Publikum versammelt, um großes Kino zu sehen. Was, wenn heute etwas schief ginge? Es gab so viele starke Konkurrenten und doch wussten alle in Team Polanavatra. Heute mussten sie es zählen lassen. Und bereits im zweiten Duell des Tages würde sich das Team messen müssen. Im Angesicht des Team Inferno Sturm. Ein Veteranenteam, bestehend aus einem Gardevoir, Silvaro, Meloetta und ihrem Anführer Ramoth. Zuvor konnte das Team jedoch betrachten, wie bereits ihre folgenden Gegner im Falle eines Sieges Polanavatras den Sieg errungen. Potrot, Genesekt und Scherox, ein Käfertrio. Ein Team, vor welchem Aurora ehrlich gesagt nicht allzu viel Respekt hatte. Gerade mit Kel im Team, welcher 2 von den 3 mit einzelnen Hieben vernichten könnte. Vorher hingegen gab es jedoch noch Team Inferno Sturm, welche deutlich mehr Eindruck erweckten. Schnell bestand wieder eine Strategie, als sich Team Polanavatra in einer der beiden bekannten Kammern einfand. Gegen Ramoth war Monagoras mit Abstand die beste Wahl. Kel konnte jedoch auch einiges ausrichten. Gardevoir war eine Gegnerin für Aurora. Silvaro konnte von beiden Teamleitern, aber auch Machado geschlagen werden. Für Meloetta schienen Monagoras oder Machado am sinnvollsten. Seraora konnte in diesem Duell nicht zu viel ausrichten. Anfangs blieb sowieso oft wenig anderes übrig als zu raten. Und dieses eine Mal setzte sich Seraora durch. Risiko. Monagoras als Nummer 1. Team Inferno Sturm würde nicht erwarten, dass die stärkste Waffe Polanavatras direkt zum Zug käme. 3 aus 5 Kämpfen würden entscheiden. Und der erste von ihnen begann. Monagoras gegen Ramoth. Ein Duell von den Typen her sehr ungleich. Von der Kampfkraft jedoch nicht. Der ehemalige Leiter der Liga zeigte sich in diesem großen Turnier schnell. Und zeigte, was er in den letzten Wochen Neues gelernt hatte. Für einen Gesteinsdinosaurier stellte er sich öfter als erstaunlich mobil heraus. Wurde jedoch von der Grundträgheit der Gesteinsangriffe abgehalten. Seitdem hatte er gelernt, sich sofort eine Felsspitze zu kreieren, welche aus dem Boden herausbrach. Eine steinerne Schlagwaffe half dem Krieger deutlich eher weiter als simple Säulen im Boden. Was allerdings nicht hieß, dass diese nicht weiterhin Teil seines Repertoires waren. Zwar blockierten sie einen fliegenden Gegner wie Ramoth nicht wirklich, gaben Monagoras jedoch Schutz- und Bewegungsmöglichkeiten. Eine weitere Technik beherrschte Monagoras auch noch.
Jedoch brauchte diese rund 15 Sekunden Ruhe zur Vorbereitung. Zeit, die man in einem derartigen Duell eigentlich nie bekam. Außer man erwischte den perfekten Moment. Gerade als Ramov in die Höhe flog und zu einem Sturzflug ansetzte, entschied sich Monagoras, das Risiko einzugehen. Hinter einer seiner Säulen grub er seine Krallen in den Boden und begann Energie in einem Maß ähnlich zu seiner Terraformung zu sammeln, ohne sie jedoch an seine Umgebung abzugeben. Ramov kam auf den Boden gestürzt, genau im Zentrum des Kampfringes und löste eine Schockwelle aus, welcher keine der Steinsäulen standhalten konnte. Auch Monagoras wurde zurückgedrängt, doch der Schutz seiner Steinsäule minderte den Aufprall zumindest ein wenig. Genügend, damit es das Fossil schaffte, seinen Fokus zu wahren. Schachmat Ramov! Kernschmelze! Eine gewaltige Explosion mit Monagoras in ihrem Zentrum breitete sich langsam aber stetig über den gesamten Ring aus und riss alles in ihm mit sich, inklusive Monagoras Gegner. Monagoras siegt! Polanavatra 1, Infernosturm 0. Als zweites trat Mashadow gegen Gardevoir an. Ein Duell im typischsten Mashadow-Maß. Als eher bedächtig defensives Pokémon ließ Gardevoir ihrem Gegner deutlich zu viel Zeit. Ein Freifahrtsschein aus dem Ring bei einem Gegner wie Mashadows Doppelteam. Mashadow siegt! Polanavatra liegt mit 2 Punkten in Führung. Nur noch ein Duell entfernt vom Sieg. Meluetta und Silvaro gegen Aurora und Kell. Neutral und effektiv. Sehr wahrscheinlich würde nun Meluetta in den Kampf kommen, um eine 3-0 Niederlage zu verhindern. Im Prinzip war egal, wer nun kämpfen würde. Sowohl Aurora als auch Kell standen neutral gegen Meluetta und effektiv gegen Silvaro. Deswegen entschied sich Kell, die dritte Runde zu bestreiten. Anders als Monagoras hatte dieser innerhalb der letzten Wochen keine wahrlich neue Technik gelernt. Allerdings hatte er eine bessere Balance in seinem Kampfstil gefunden, welcher zuvor vollkommen offensiv basiert war. Auch defensive Techniken fanden nun zumindest manchmal eine Verwendung, genau wie passive. Meloetas Strategie hingegen nutzte verwirrende Techniken. Was sie genau tat, war Kell völlig fremd. Deswegen kam er auch schwer gegen die tänzerische Offensive klar. Was ihn aber nicht davon abhielt, bald einen effektiven Knirscher zu treffen, welcher Meluetta im Risikobereich zurückließ. Das war's. Viertelfinale. Nur ein einziger Hit musste noch gesetzt werden und Runde 3 endet. Meluetta siegt. Polanavatra 2, Infernosturm 1. Was aber? Verwirrt blickte Kell sich um sich außerhalb des Kampffeldes wiederzufinden. Denn verwirrt traf es perfekt. Durch Meloetas Tanztricks hatte er völlig die Orientierung verloren und sich selber ins Aus befördert. Somit stand als viertes Duell Aurora gegen Silvaro aus. Eis gegen Pflanze im eventuell entscheidenden Duell. Die Karten standen gut für Auroras Team, wenn sie sich nur zusammenriss. Hagel, Aurora-Schleier und Eissäulen erschufen in kürzester Zeit eine Landschaft, die klare Favoriten setzte. Silvaro gab alles, um sich nicht von den Hindernissen aus dem Konzept bringen zu lassen, weshalb er zu großen Teilen schlicht auf der Stelle stand. Seine Pfeile übernahmen die Bewegung für ihn und fanden Aurora in jeder Ecke des Rings. Wenn sie allerdings nur genug ausgerichtet hätten, damit sich das Voluna nicht aus dem Hinterhalt von einer Eiswand stürzen könnte. Das Duell endet mit 3-1 für Team Polanavatra. Sie erreichen somit Runde 2 des Turniers und Team Infernosturm scheidet für den Rest der Saison aus. Innerhalb von 6 Duellen Wartezeit schritten auch weitere bekannte und unbekannte Teams voran. Weitere schieden aus. Team Aralsa, Team Iron Fist, Team Eissperr, die letzte Saison Platz 50 der Oberliga wurden. Ein Team fiel Aurora ins Auge, da sich dort tatsächlich ein Artgenosse ihrerseits befand. Anscheinend war die Wahrscheinlichkeit auf ein direktes Duell so ziemlich null. Da dieses Team Rang 15 belegte und spätestens im Halbfinale gegen Olangas Team antreten müsste, Polanavatra allerdings frühestens im Finale treffen könnte.
Nun ging es allerdings erst einmal gegen das Käfer-Trio im Duell um das Halbfinale. Kell war die Hauptwaffe. Darüber gab es keine Diskussion. Jedoch war Potrott eine Gefahr, auch für das Akani. Gegen ihn wären Monagoras oder Machado wahrscheinlich am besten gerüstet. Wobei Machado auch gegen den Rest des Gegnerteams keine schlechte Waffe war, da er Feuerschlag beherrschte. Vollkommen raus war dieses Mal Aurora, die gegen ein Gesteins- und zwei Stahl-Pokémon wirklich keine Chance hatte. Monagoras betrat das Feld zuerst und wieder hatte das Team Glück. Nach dem Risiko der Geheimwaffe in Runde 1 aus ihrem Viertelfinale hatte das Käfer-Trio wohl mit einer Wiederholung dessen gerechnet und nun stand Potrott Monagoras gegenüber. Dieser Gegner war dafür bekannt, der langsamste, aber auch defensivste Topkämpfer der Liga zu sein. Im Gesteinsduell würde dies allerdings ein großer Vorteil für Monagoras sein, welcher mit Offensive und Mobilität gegen einen nahezu regungslosen Gegner punktete. Zudem gab es einen weiteren Vorteil in einer derartigen Schlacht. Monagoras beherrschte Erdbeben, Potrott nicht. Der gesamte Kampfstil des Käfers basierte voll und ganz auf Felsspitzen aus dem Grund. Eine Technik, die Potrott zwar perfektioniert hatte, die allerdings gegen einen robusten Felsdrachen wenig anrichtete. Und nach rund einer Minute fiel Monagoras etwas auf. Gegen einen regungslosen Gegner, ohne Fernangriffe. Kernschmelze, wieder einmal. Polarnavatra 1, das Käfer-Trio 0. Als zweites folgte die Begegnung zwischen Machado und Genesect. Es wurde schnell klar, dass auch die anderen Teilnehmer die Kämpfe genau betrachteten, um ihre Gegner analysieren zu können. Denn dieser Käfer wollte um jeden Preis ein Doppelteam verhindern. Zwar hatte Genesect nicht die mächtigsten Techniken gegen einen Geist und Kämpfer, doch dies schien in seiner Technik vollkommen egal zu sein. Denn Genesect kämpfte nicht für starke Treffer, sondern für viele, viele schwache. Eine hohe Attackengeschwindigkeit und die Fähigkeit, Machados nächste Züge vorherzusehen, machten jeden Typ Nachteil wett. Zudem war Genesect sowohl im Nahkampf als auch auf die Distanz gut gerüstet. Aufgrund dieser Begebenheiten entschied Machado sich für einen defensiven Ansatz. Die Schatten waren für ihn eine sichere und schnelle Bewegungsmöglichkeit, auch wenn sie Angriffe seinerseits verhinderten. Letztlich war es das Ziel, irgendwie Genesects Vorsehung einmal zu umgehen und einen mächtigen Feuerschlag zu erzielen. Wie allerdings schaffte man es, jemanden zu treffen, der Angriffe wortwörtlich vorhersehen konnte? Wie konnte Genesect Angriffe vorhersehen? Eine Antwort auf diese Frage würde sicher eine Strategie mit sich bringen. Auch dieser Gegner würde besiegbar sein. Würde es ihm schwerer fallen, wenn 10 Machados das Schlachtfeld füllten? Dafür müsste er es aber auch erst einmal schaffen, ein Doppelteam herauszubekommen. Und so hatte er eine Idee. Machado fokussierte sich mit allem, was er hatte, darauf, den Feind aus den Schatten mit einem Feuerschlag zu treffen. Kaum hatte er sich genug genähert, sprang er aus dem Grund, die Faust entflammt und der Gegner bereit, den Hieb zu blocken. Der Plan war erfolgreich. Denn die Zeit, die Genesect zum Blocken nutzte, hatte Machado eingeplant, um sich zu vervielfältigen. Genesect las Gedankenströme. Wer anders dachte, als er handelte, dem war der Sieg sicher. Denn nun im Angesicht von 10 Feinden konnte Genesect einfach keinen Fokus für alle von ihnen aufbringen. Feuer brannte auf ihn ein und schon bald endete Runde 2 und damit der Kampf. Denn Kell gegen ein Xerox. Es war keine Frage, was geschehen würde. 3:0 im Viertelfinale. Eine weitere dominante Performance. Das Team versammelte sich wieder im Aufenthaltsraum, um sich das folgende Duell anzusehen. Ein Team, welches zu den derzeitigen Top 3 von ganz Berelo zählte. Team Iron Fist stampften ihre Gegner in den Boden. Vor Team Polarnavatra stand nun die mit Abstand größte Hürde bis jetzt in der Liga. Knackrack Galagladi, Fuegro Flunkiefer. Ein vollbesetztes Veteranenteam.
was zudem auch noch gegen Auroras Team sprach, in einem Duell wie diesem die Zuschauermengen. Auch in den Top 4 der Saison waren sie immer noch Neulinge. Sie hatten noch nicht allzu viel Bekanntheit, auch wenn ihre Namen natürlich aus verschiedensten Gründen die Runde machten. Team Iron Fist hingegen waren seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, berühmte Königsligisten, hinter denen tausende treue Fans standen. So sehr einige Zuschauer auch für die Neulinge an der Spitze pochten, die Mehrheit würde sich gegen Team Polanavatra stellen. Würden sie sich davon stoppen lassen? Auf keinen Fall. Doch die Kämpfe müssten perfekt laufen. Spätestens jetzt war die Schonfrist vorbei. Nur die Besten der Besten konnten nun noch Siege erzielen. Die letzten vier Teams der Saison. Eines von ihnen würde Team Nordica im Champion-Duell begegnen. Team Polanavatra besteht aus Aurora dem Eiswulnona, Kel dem Akani, Monagoras, Mashadow und Seraora. Team Iron Fist besteht aus Knackrak, Galagladi, Fuegro und Flunkiefer. Team Radiance besteht aus Shane dem Eiswulnona, Tessa dem Lucario, Amigento und Psyana. Und zum Abschluss Team Aralsa, bestehend aus Olanga Alpha, Zoroark Beta und noch einem Zoroark Beta. Zwei Veteranen und zwei Newcomer. Im Kampf um mehr als die meisten von ihnen wussten. Im Kampf um die Plot Armor. Im Kampf für das Ende der Plot Kaiserin. Jetzt oder nie.